Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft Draro auf dem Draro-Server. Jo, ich bin jetzt hier am Einlagern gewesen und wir haben ja viel Loot gefunden in der Farmwelt. Heute werden wir in dieser Welt bleiben. Ich möchte noch kurz die Sachen aufmachen. Oh, sehr schwache Sachen. Genau. Wir wollen noch ein bisschen Loot holen. Wir brauchen vor allem Essen. Wir haben einen Fisch. Ja, das wird wahrscheinlich nicht so viel reichen. Und die Beeren, die einfach gar keinen Hunger auffüllen, weil das sofort wieder verbraucht wird, weil das schlechte Nahrung ist. Ist ein bisschen negativ, also ein bisschen nervig. So, was werden wir denn machen? Wir werden verschiedene Ancient Warfare Sachen. Mann, das hat mein Gift immer noch nicht gefixt. Ist wirklich nichts hier drin. Okay. Wir haben nämlich noch andere Boote hier unten. Also heute mal eine Action-Folge. Und ja. Dann mal schauen. Ich möchte ja natürlich noch Necromancer oder Beastmaster werden oder wie sich die alle heißen. Aber auch eine andere Rüstung mit Verzauberungen machen. Also die haben wir. Das Boot haben wir. Okay. Ah, das ist ein Bug, der ist leider durch diesen Mod. Aber es ist ein toller Mod. Okay, verstehe. Hier kann es gefährlich werden. Kann ich eigentlich schießen? Ja. Das muss ich ja noch hin können. Ja, die gehen leider unten. Wir brauchen ein Tauchtier. Ja, es ist ein Bug. Kann leider nicht viel machen. Ah, oh, okay. One-Hit-KO. Merke ich mir. So. Das ist irgendwo hier unten noch. Hallo? Kann es sein, dass ich das im Inventar habe? Wenn ich das jetzt verliere? Ja, es ist sowieso verbuggt. Was kann eigentlich raus? Ich sehe nichts. Es ist zu dunkel. Eigentlich sollte ich das wieder im Inventar haben, wenn es stirbt. Also komm. Das ist ja sowieso nicht teuer gewesen, nur der Sattel war ein bisschen nervig zu holen. Wir machen das auf altmodische Art und Weise. Wir gehen jetzt zu diesem Schiff. Wo ist es? Ja. Einfach per. Was bin ich haben? Oh doch, Erde haben wir noch. Müssen das halt irgendwie ein bisschen taktisch machen. Platzieren ist Kunst, glaube ich. Wartet schon jemand. Deshalb snipen dann. So, und jetzt müssen wir leider das irgendwie taktisch machen. Wir gehen unten rein irgendwie. Irgendwie werden die Pfeile so schlecht geschossen manchmal. Dass irgendwie einen Einfluss hat. Auf das, also das Level-Mod-Zeug. Ja, fehlt einige Zeit, aber. So, noch der hier. Leider werden wir extrem weggeschleudert. Okay. Auch noch. So. Also, das ist ja schön, dass sie hier überall Wasser platziert haben. Aber es kommt
Man kommt nicht so vorwärts. Ja, toll. Mann, dieses Wasser manchmal. Okay, nach oben. So, dann gehen wir hier auch. Aha. Was ist denn hier im Weg? Hey, das ist manchmal kompliziert. Okay, wir sind irgendwo. Wir haben einen Geheimgang. Closest. Wo denn? Es ist gar nicht. Ah, hier. Ich da mal durch. Ja, da haben wir natürlich keine Chance. Mann, ist das verpackt. Heide. Das ist so unglaublich, ey. Wie viel kommen denn auch? Ja, ich kann ja nichts machen. Ich kann nichts machen. Ja, ich hätte nicht nach oben gehen sollen. Sie sind einfach zu stark gemacht worden. Weil man muss wirklich top equip haben, damit so etwas geht. Das ist also völlig unbalanciert. Wieso hat der Mod das überhaupt eingemacht? Früher war der Mod viel besser. Als es noch keine Strukturen gab. Ja, das ist auch ständig am Lecken. Ey, boah. Ja, gut. Alles verbuggt. Ich bin gerade überlegen, was ich sonst spiele. Ich möchte Minecraft spielen. Aber wenn das so extrem nervig ist. Ja, sogar die hier irgendwie in der Nähe spawnen, oder? Dann, nervt mich das natürlich schon sehr. Momentan die ganze Zeit. Weiß nicht, ob ich. Ich habe irgendwie Lust, ohne Kämpfen vielleicht nochmal Pixelmon oder so. Oder einfach nur normales Minecraft. Ohne Server. Der Server ist momentan einfach broken. Es klappt einfach nichts. Ja, genau. Geht! Ah, oh, ihr seid so kaputt, ey. Ja, gut. Dann machen wir das mal mit Game Mode. Weil ich habe jetzt keinen Bock mehr, so unbalanciertes Zeugs zu machen. Nein, ich will nur Scheiß. Ja, danke. Ja, geht nicht. Das ist nicht balanciert. Haut ab. Der Nichtikus. Ich habe eine Idee, was ich mache. Als nächstes Projekt. Und das wird wahrscheinlich auch lange dauern, weil es nicht so Survival-abhängig ist, sondern eher Bau- und Roleplay-abhängig. Und
Und ja. Aber ich habe keinen Bock jetzt gerade mehr. Habe ich ein Backpack? Ah, ich habe das Bier gehabt. Stimmt. Ja. So, also. Dann mache ich halt nicht mehr weiter. Wenn da so viele Sachen. Also, es ist wirklich für High-End-Game gemacht. Weil es auf Servern auch viel schneller alles läuft. Die NPCs, die laggen ja. Und so weiter. Und deshalb, ja. Ist für mich leider jetzt nicht so gemacht. Ah, diese scheiß Einblendung von diesem Kack-Mod. Der Mod hat mich einfach so extrem. Dinge. Ich habe gefreut, ja, wir können endlich mal auch NPCs und so machen. Aber nee, es ist eher negativ. Deshalb mache ich viele Mods aus dem Map Mod Pack raus und mache einfach Pixel mal wieder rein. Und mache dann halt so ein Projekt, das eher weniger Survival ist. Aber ich finde ja Pokémon echt kindisch. Aber man kann es ja auch weniger kindisch machen. Mal schauen. So. Ich mache es auf jeden Fall erwachsen. Aber gut. Ich möchte gerne noch ein bisschen erkunden zum Rest von der Folge. Einfach im Game-Mode. Da kann ich auch sehr schnell fliegen und so. Schauen wir mal hin. Ich will nämlich noch ein Biom oder so finden. Genau in diese Richtung. Okay. Aber ich bin jetzt eigentlich frustriert, dass schon wieder ein Projekt irgendwie scheitert, weil Minecraft so unanständig irgendwie designt wurde. Also. Was ich eigentlich besser machen könnte, ist einfach alles ein bisschen weniger schnell fährt, also dass die Monster länger brauchen, dass wir weniger schnell sterben, dass nicht so Hungersystem und so drin ist. Ja, schon Hungersystem, aber auf eine andere Art und Weise. Weil die ganze Zeit immer voll Hunger zu haben, das nervt gigantisch. Lol. Was ist mit der Hütte passiert? Okay. Aha, da haben wir ein großes Haus. Mit Norska Warriors. Ich werde es mal nicht anschauen. Also wer Lust hat, das Modpack ist in der Videobeschreibung, könnt ihr runterladen, aber eben es ist extremst schlecht balanciert alles. So viele Mods halt und schlechte Mods halt, die noch nicht fertig sind. Und deshalb ist das Projekt leider gescheitert. Also ich kann leider sagen, mir macht's keinen Spaß so. Ich möchte nicht voll equipped sein, bis ich endlich mal etwas machen darf. Und ja, kann, oder? Es ist einfach zu schwer. Das finde ich einfach kein schönes Biom. Also es ist schon ein schönes Biom, das ist der Herbstwald, aber Ancient Cold Teil Ancient, cool. Autumn Forest hier, oh, da gibt's so viele. Ich weiß nicht, ob ich diesen Mod drin lassen soll. Interessant wäre es ja schon. Ich denke aber nicht. Weil ich will viele Mods auch noch drin lassen. So Plants Mod, Plants Mega Pack. Und so drin lassen, Forestry zum Beispiel auch. Ja. Mal gucken. Oh, Baobab-Bäume. Cool. Oh.
Also mache ich jetzt nicht so ein langer Part, weil ja, das ist jetzt eigentlich so interessant. Dem Service also die Sichtweite recht schlecht. Ja. Also, mit diesem Leuchtturm denke ich mal, mache ich halt einfach den momentanen Abbruch. Werde mal schauen, ob. Ja, es ist mega verbuggt, ey. Das ist einfach gewaltig, wie Java an die Grenzen geht, oder? Ich auch von diesem Piraten-Captain irgendwie weggeschleudert wäre. Geht doch nur rein. Ja. Zu viele Items. Ist auch das Problem, oder? Völlig unnötige Items manchmal. Und deshalb, ja, nicht so viel Lust mehr. Und irgendwie Pixelmon ist einfach der beste Mod, auch wenn er auch ein bisschen Probleme macht. Ist schade, aber können wir leider nichts machen. Ja, und das muss ich natürlich wieder einstellen. Also es kommt wahrscheinlich, ja, eventuell noch nicht morgen. Eventuell schon. Ja, werden wir dann sehen. Tschüss.